26, 25, 24, 23, 22, 21, 20. Oh mein Gott, ich wusste, wann du aufhören wirst. Ich wusste es einfach. Es gibt Applaus. Ja, wo ist der Applaus? In den Kommentaren. Applaus-Emoji. Er wusste es, Pato bin ich. Huch, zu wild. Dieser Hashtag immer. Das ist so geil, das Game. Wirklich, hat sich schon auf Twitter ausgebreitet. Das ist so geil, macht voll Spaß. Ach ja, auch hier ist Shiggy am Start, Leute. Grüßt Shiggy in den Kommentaren. Ha, Shiggy! So, passt, dann habe ich das auch schon geklärt. Servus, Freunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Freunde, es ist mal wieder Zeit für ein SBB. Heute der Spieler Rashica Shapeshifters. Und da muss man echt sagen, sieht sehr, sehr geil aus. Linker Fuß, hochmittlere Arbeitsrate, 4 Sterne, 4 Sterne. Sehr, sehr geil. 99 Beweglichkeit sehe ich gerade. Ruhewert geht so, Passwert passt. Und ja, jeder weiß, dass Julius ein Werder Bremen-Fan ist. Und deswegen habe ich mir einen der besten Buddies von Julius vor die Kamera geholt. Mit diesem Bruder werde ich Rashica machen. Grüße dich, Maxi. Max. Ja. Moin Moin, Rashica, heute am Start. Ja, sieht ganz gut aus, die Karte, würde ich sagen. Beweglichkeit, 99, wie du schon gesagt hast, von daher, bin mal gespannt. Sehr, sehr geil. Und ja, wer das letzte Video von letzter Woche gesehen hat, der weiß, Max hat eine fette Rechnung mit mir offen. Und die gilt es, ja, dagegen zu halten. Ja. Ganz oben in der Videobeschreibung ist natürlich der Link vom Hinspiel. Wir haben das Video auf seinem Kanal zuerst aufgenommen. Und ja, würde mich ebenfalls freuen. Vielleicht schaffen wir auch hier, wie bei Max, eine vierstellige Daumen nach oben Bewertung. 1000 Likes. Natürlich, Jungs, jetzt alle. Das würde mich sehr, sehr freuen, Leute. Und ich denke, es ist alles zu ihm gesagt. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie du den ganzen, wie du das ganze Team bauen wirst um Rashica. Und ja, dadurch, dass du der Gast bist, Bruder, du kannst ruhig reinhalten. Wir halten rein. Du darfst natürlich sofort deinen Spieler reinhauen. Okay. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich hoffe wirklich, dass du mir diesen Spieler nicht raussnipst. Der war nämlich, ja, nicht gerade günstig, sieht aber sehr, sehr spannend aus. Winter Refresh. Wie heißt der? Kunha. Der ZM, rechter ZM, der ist auch extrem spannend. Das ist eine Future Star Karte und zwar Palacios. Ah, ich bin mit einem RB Link gegangen, Werner und Olmo. Schade, das war wohl nix. Das war wohl nix, aber für Pato war es alles, denn Pato hat einen Stürmer und einen ZM. Stark. So, mein Freund, ich halte rein. Ich weiß nicht, ob du diese Karte hast. Ich bilde mir an, dass diese Karte eine SBC-Karte war. Ist das so? Dann würde ich sagen, sieht das schon mal gut aus für mich. Ich habe keine SBC-Karte oder sonstiges. Ich gehe vorne mit einem Bremer natürlich. Der gute Davy Selke. Auf Empfehlung. Ich würde ihn nie spielen. Auf Empfehlung vom guten Janis. My name. Grüße gehen raus. Der hat gesagt, der ist gar nicht so verkehrt, hat er diese Weekend League gespielt. Aber was der sagt, ja gut, lassen wir's. Links spiele ich. Links Mittelfeld auch. Ebenfalls aus der Bundesliga. In Form Sancho. Schade, Pato. Ich habe den Headliner-Player. Und die habe ich Future Star. Das wäre auch eine geile Kombo gewesen. Ja. Sitzt unten auf der Bank, ja. Knapp daneben. Aha, aha. Okay, dann geht's ja mit der zweiten Hälfte weiter. Huch. So, Freunde, das Mittelfeld von Max ist an der Reihe. Die ersten drei Tipps sind die wirklichen Tipps. Und unten die Reihe, wie ich es eigentlich schreiben wollte, aber mir es anders überlegt habe. Bin sehr, sehr gespannt. Das hört sich schon wieder vielversprechend an. Also ganz ehrlich. Links Delaney Inform, Mitte, ich mach's einfach ganz schnell, Marco Reus, wenn ich ihn finde. Hier. Und rechts einen Inform aus der Premier League. Ilkay Gündogan. Wow, okay, also Phase 2, kein einziger. Aber Phase 1, mein Freund. Der erste Name auf der Tafel. Delaney. Und Delaney war auch am riskantesten. Delaney ist jetzt der Goalie. Der Bronze-Goalie. Aua, aua, Leute, das tut richtig weh. Das kann fein genau im Mittelfeld. Eklig. Das gefällt mir. Ich glaube nicht, dass ich dir einen Bronze-Spieler auch reinstellen kann, von daher. Aber probier einfach mal. Ja, mein Freund, weißt du, warum ich am Start ein bisschen angefressen war? Weil mein eigentlich geplanter Stürmer war Mbappé. Und den musste ich ja verkaufen. Normalerweise wollte ich Mbappé und Neymar reinstellen. Und ich habe mir gedacht, du hast den Boy jetzt schon so oft aufgeschrieben und nie erwischt. Deswegen hoffe ich, dass du ihn jetzt nicht aufgeschrieben hast. Der gute Osman. Dann
Footmess Simon, weil ich wollte hier Neymar stellen, ich brauche hier einen grünen Link. Und im ZN Paredes, also es wäre eigentlich ein PSG-Dreieck gewesen. Ich fange mal mit ZM an. Habe ich in Zyprien aufgeschrieben, vielleicht hast du den ja irgendwie im Verein, habe ich mir gedacht. Dann, ja, was willst du machen? Stürmer Osimhen und links der gute Simon. Ist das jetzt dein Ernst? Torhüter im Sturm würde ich sagen, oder? Ich glaube, das. Ja, ich höre gerade, das soll sich gut anfühlen. Du verarschst mich einfach. Du prankst mich. Kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass du den aufgeschrieben hast. Ich hab's hier hast so du nicht aufgeschrieben. Perfekt. Du hast ihn nicht aufgeschrieben. Grüße. Du prankst Grüße mich. Das kann nicht sein, du hast ihn die letzten zwei Mal im Sturm bei mir aufgeschrieben. Weil ich wusste, dass du den hast. Das kann ich mich. Du prankst mich sowas von safe. Du prankst mich sowas. Schwöre auf alles. Alles. Dass Osman alles. Und Simon da drauf stand. Auf meine Nice-Lampe hier. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass du die hier. Ich wollte Mbappé und Neymar da stehen haben. Das kann ich. Ist jetzt vielleicht. Warte, ich glaube, das ist. Vielleicht ein bisschen schlechter, aber ja. Du verarschst mich sowas von. Das kann ich mir. Ich kann mir. Ich freue mich schon so auf den Schnitt, ey. Alter, wenn du mich verarscht, ey. Wenn du mich verarschst. Ich nehme mich. Dann warte. Vorher hatte ich Ben Yedder und noch irgendwen anders drin. Also, das sage ich auch ehrlich, aber ich habe mich umentschieden zum guten Osimhen und Simon. Ich schwöre, wenn ich beim Schneiden sehe, dass du mich verarscht hast, ich werde es dir so zurückzahlen. Ja. Ich werde es dir so zurückzahlen. Nein! Ich wollte Mbappé und Neymar und jetzt habe ich zwei Bronze-Spieler. Und du prankst mich, glaube ich. Einen Torhüter im Sturm, habe ich gehört. Ja. Also es sieht klasse ja, aus. Ja, sieht klasse aus. So Jungs, wir kommen zu den Außenverteidigern. Und da habe ich eine ganz freche Variante. Ja, da stellt sich ja, folgt mir auf Instagram, maximale Unterstrich oder so irgendwas. Außerdem. Rechtsverteidiger kommst du nicht, okay? Es sei denn, es steht Zanetti drauf. Aber, heute nichts. Heute ist es Danny Da Costa. Und ja, eigentlich ist es mir auch schon egal. Es steht eigentlich Lucas Lima drauf, aber ich hole mir. Ich bleibe einfach. Es hat kurz geleckt. Wen hat es links? Ich habe ihn noch nicht reingestellt. Es hat gerade geleckt. Also. Ja, ich wollte eigentlich Bernard reingeben, aber ich werde Lucas Lima reingeben. Nein, warte. Schauen wir mal, ob der extinct ist. Ach, dieser ist gewechselt, okay. Ich mach doch Bernard, wenn ich ihn haben darf. Ja, den darfst du dir reinstellen. Das ist aber ganz gut. Und Rechtsverteidiger. Ich habe ein Smiley hintergesetzt, weil ich den Zanetti aufgeschrieben habe. Du hast mich gerade geisteskrank hops genommen. Weil du dich wahrscheinlich geisteskrank gefreut hast, ne? Dass ich Zanetti erwähne. Ich habe hier Jubelsprünge gerade gemacht, das willst du gar nicht wissen. Ich halte rein. Links. Ich glaube, die Karte ist auch noch nicht so alt. Ja, ist von Dortmund, lässt sich gut spielen. Hakim, ich würde das den Schulz nehmen, aber ich denke mal, du hast es aufgeschrieben, von daher. Und rechts nehme ich nicht den guten Walker, sondern Cancelo. Du glaubst ja wirklich, dass ich Schulz aufgeschrieben habe, oder? Es wurde Hakimi, mein Freund. Und du glaubst ja wirklich, dass ich Walker aufschreibe, mein Freund, oder? Es ist aber Cancelo. Jetzt bist du doppelt mal gefistet, mein Freund. Hast du wirklich beide? Ich habe auch diesmal beide. Glaubst du mir etwa nicht? Glaubst du, ich pranke dich zurück, oder was? Leute, was ist denn das jetzt hier schon wieder? Drei Bronzen? Es ist heute so schlecht, ey. Es ist zu krass. Du glaubst auch, du kommst hier irgendwie durch mit deinem Dortmund-Kader oder was? Oh Gott, er kann viermal Dortmund aufschreiben. Aber okay, ich muss eines zugeben, hätte ich Mbappé und Neymar, hätte ich auch viermal Paris. Aber ja, gut, bei mir sind es aber jetzt zwei Bronzespieler. Deswegen gehen wir jetzt in die Innenverteidigung zum Torhüter. So Leute, das Bronze-Spieler-Fangen hat ja, bei uns beiden sehr, sehr gut funktioniert. Ich hoffe, es funktioniert weiterhin so gut. Let's go! Ja, hältst du rein? Yes! Innenverteidigung bei mir. Ich bin halt in eine komplett andere Liga gegangen, komplett andere Nation.
und auch sonst was. Linker Innenverteidiger Manolas, Champions League, rechts dann den guten Koulibaly, 90er, richtiges Brett, finde ich. Champions League, auch so eine Special Card, keine Ahnung was. Im Tor, wo habe ich den guten, oder brauche ich ihn gar nicht mehr reinstellen, nehme ich den Ospina. Also, mein Freund, du hast 3 Spieler von einem Verein, richtig? Und ich bin auch gewesen bei einer Liga und bei einem Verein, mein Freund. Du hast aber das Glück, dass es Frankreich, Paris war, Kera, Gouillet und Navas. Meine Nerven. Leute, die machen es nicht mehr lange mit. Ich sag's dir. Also, das ist... Ey, wirklich, ich halte einfach rein und dann... Ja, und gut ist, ne? Du haltest rein und gut ist. Gut. Ich probier's mal. Einfach, weil der Spieler sehr, sehr spannend aussieht und ich sehr, sehr hoffe, dass du tatsächlich eine Icon aufgeschrieben hast. Mit dem guten Future Star von Kamara. Torhüter wird Winter Refresh Areola. Jetzt wird's sehr, sehr bitter für mich werden. Wie heißt denn der Bruder? Wie heißt der? Hernandez. Ich bin auch mit dem Future Star gegangen. Kera. Abraham und der gute Navas. Schade. Oh mein Gott! Schade, schade. Dann würde ich sagen, ja, Außenverteidiger bei mir komplett führen lassen wir es. Mittelfeld auch komplett RIP. Kann eigentlich nur gut werden, eigentlich, oder? Also das. Und Leute, an alle die nicht geskippt haben, okay? Soll ich und Charles Abu, das heißt ja, heißt der Bruder auf Deutsch, ja? Sollen wir um diesen Bruder ein SBB machen? Der schreibt Hashtag Abi und lässt einen Daumen nach oben da. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich kaufe mir noch schnell Hernandez und dann geht's ab ins Spiel. Das wird ein krank komisches Spiel werden. Ich spüre es jetzt schon. Egal. Ja, stimmt, du hast Polter, ja, nein, der hat schon wieder so viel Ballkontakt. Ich merke das. Ah, Mittelfeld, das ist schön. Abi! Oh, Abi! Scheiße, was macht der? Kannst du mal richtig in den Namen. Wieder fliegt! So richtig auf Banane. Hat kurz Flügel bekommen. Ja. Freundlich wie eh und je. Ja. Oh nee, sag mal, was holst du denn hier? Ich bin der Holzfäller. Ich hab mal einen Gang zurück. Ah, Schütze. Boah, kein Blödsinn. Oh mein Gott. Ah, der Torhüter. Oh. Jungs, 2 gute Aktionen jetzt. Wir sind gut drin. Ich hab Hoffnung. Ich hab Schwierigkeiten mit Torhüter. Hast du das gesehen? Oh, was ist das denn da hinten? Was ist da denn schon? Ey, das gibt's doch nicht. Die springen rum. Nein, das Baby. Der kam ja auf Empfehlung. Nein. Let's go. Grüße gehen raus, Janis. Danke für die Empfehlung. Dankeschön. Das hat er gemacht. Ich, Davy Selke, 1-0, Jungs. Richtig. Er mit Abstand beste Spieler auf dem Platz. Kappa. Kamara, keine Chance, ey. Wie kann das sein? Selke hat 76 Pace. Kamara ist ja anders los, dieser Spieler, ey. Was ist da los heute? Was ist hier denn schon wieder? Was ist das denn hier? Was ist denn das bitte für ein Gameplay schon wieder? Das ist ja krank. Dann so eine klassische Marco Reus in die Mitte stelle. Das ist mir jetzt gerade erstmal eingefallen. Lass ich mal. Wer war denn da drin? Gündo ganz verletzt bei mir am Fußchen raus. Palacios, danke Bruder. Selke, der fette Hund. Das ist wirklich ein Vieh davon. Das ist Wahnsinn. Bruder, das ist noch schwitziger als im Hinspiel, ey. Das ist wirklich... Meine Hände, die triefen. Boah! Jetzt habe ich dir wirklich die Ehre genommen. Palacios, wie viel Ehre besitzt du gerade noch, mein Freund? Oh mein Gott. Ey, warte mal, ich muss sie erstmal aufheben, was auch. Der Torwart, der plumpst einfach um. Das ist jetzt nicht passiert, ne? Da hinten. Oh mein Gott, das war zu crank. Hast du das gesehen? Das war krass. Ich hab's nicht nur gesehen, ich hab's auch gesteuert, mein Freund. Ich hab gedacht, Rashica hat 99 Beweglichkeit. Hat man gerade gesehen, Alter, wie wendig der jetzt war.
Was ist das? Mann, die springen. Was ist das denn? Die Bälle verspringen meinen Spielern. Hast du was am Rasen hier gemacht? Das kannst du mir doch nicht erzählen. Oh mein Gott! Es ist von Torhüter! Es ist. Es leckt. Es leckt gerade. Es hat einfach gerade geleckt. Ich schraub gerade wieder dran rum. Ja, man merkt. Man merkt. Nicht nochmal in den Rückraum. Da passe ich, jetzt auf. Nein, nicht nochmal zur Zelke. Da passe ich auf. Nein. Geh weg. Ich. Der hätte den angeschossen, ne? Ich bin so froh, dass das Spiel vorbei ist. Was dann passiert wäre, ich will's mir nicht. Ich will jetzt keinen Teufel an die Wand malen, aber. Aber zuallererst GG, okay? Ja, GG erstmal gut gespielt, ja gut. Und jetzt beantworten wir die Frage: Hattest du wirklich Osman und Simon aufgeschrieben? Ja, hatte ich wirklich. Das ist wirklich kein. Ich glaub's immer noch nicht. So. Jo. Darfst starten. Kann ich schon, ab, mein Freund. Fahrt. Also 4-3-3. Was sind so deine teuersten Spieler? Rashica 130, Koulibaly 70, Sancho 70 ungefähr oder 40, 50, 60, keine Ahnung. Aber Gott sei Dank hast du mir auch ein paar rausgeschossen, von daher, also hast alles richtig gemacht. Stimmt. Okay, wo könntest du den Rashica hingestellt haben? Hast du den behalten? Hast du umgestellt? Steht er vielleicht im linken ZM? Rechte Innenverteidigung? Oder, und den nehme ich jetzt fix, den Linksverteidiger? Ja, das ist unglaublich. Ja, es ist kein Rashica, aber es ist Koulibaly. Das ist halt echt bitter. Das ist halt wirklich bitter. Von Münzen her so, ja, 64,5. Ja. Jungs, es tut weh ein bisschen, aber... Für einen Einzeldiscard? Es ist kein Rashica weg. Für einen Einzeldiscard? Für Einzeldiscard ist gut, ist gut. Hast du den zweitbesten rausgeholt. Wo stand Rashica? Gut, Pato. Linkes ZM. Also war es links schon richtig. Oh mein Gott! Krass. So Jungs, Koulibaly ist drin, der gute 90er, ja, also an sich guter Spieler eigentlich, aber er hat es eigentlich nicht verdient, in so einer SBC reingeklatscht zu werden. Schade darum, aber ich würde sagen, ja, im Gegenzug kriegt man ja wenigstens ein schönes Pack, wo man bestimmt auch was ziehen wird, wie ich jetzt in diesem Fall. Von daher, Jungs, bedanke ich mich für die Aufnahme schon mal bei dir, Pato, danke dafür. Und ja, wir ziehen natürlich nichts. Schade, Maxi, schade. Auf jeden Fall hat mir auch wieder mal sehr, sehr Spaß gemacht und Leute, wirklich, kommentiert mit Hashtag Abi. Lasst ein Like oben, lasst ein Like auf das Video, wenn es ein Abi-Squad-Builder-Battle geben soll. Das wäre jetzt zu wild und ja, Max hat wie immer das letzte Wort. Checkt ihn unbedingt aus, Link ist ganz oben in der Videobeschreibung. Ciao! Ja, Jungs, hat mich gefreut. ja, schneid das nochmal in Verkopft. warte ich mal, 3, 2, 1. Ja, es hat mich gefreut. Ich denke, was lässt du eigentlich eh drin? Aber gut. Ja, wie gesagt, check gerne das Rückspiel aus. Und von daher war bestimmt das letzte Mal, dass wir ein SPB aufgenommen haben. Von daher bis zum nächsten Mal rein und ciao. Ciao.